Freunde, neues YouTube-Video. Ganz viele haben es sich gewünscht, ein Delay Sports Trainingsvlog. Heute seht ihr alles hinter den Kulissen. Ich filme die Anreise, die Mannschaftskabine. Wir kriegen heute, glaube ich, ein paar Sachen von Adidas geschenkt. Also wie gesagt, ein voller Einblick. Ich freue mich auf euch. Auf geht's! Freunde, wir sind ja heute bei Adidas zu Besuch, bei der Adidas Base in Berlin. Und jedes Mal, wenn wir da sind, habe ich das Gefühl, dass wir tausend Sachen geschenkt kriegen. Guckt euch das mal an, jetzt ohne Witz jetzt. Ich habe jetzt vorher, das ist jetzt irgendwie nicht dritte, vierte Mal gecuttet, sondern der Schuh lag hier einfach vorher. Ich habe den noch nie in meinem Leben angezogen. Die haben einfach hier so richtig random einen Adidas-Schuh hier. Ich habe den noch nie angezogen. Ich habe jetzt gerade auch selber gute Schuhe. Also vielleicht so eine Sache, wo ich sagen kann, ich kann die Schuhe vielleicht wieder an euch verlosen. Könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf diese Schuhe habt. Ich selber brauche ihn vielleicht nicht unbedingt. Aber war jetzt nur dahergesagt, jetzt muss ich wie jeder andere Fußballer auch logischerweise meine Tasche packen. Ich zeige euch, was ich da immer alles mitnehme. Wie jeder Fußballer, ganz wichtig, weiße Sportsocken. Dann habe ich immer so ein Trainingsshirt dabei. Eigentlich ist das, glaube ich, so ein Trainingsshirt vor den Spielen. Ich habe es jetzt einfach so angezogen, weil ich nichts anderes da habe. Kurze Delay-Hose, finde ich persönlich sehr, sehr fresh. Das hier ist so mein Favorite-Oberteil tatsächlich geworden, so für den Winter. Sehr, sehr guter, gemütlicher Pullover. Hier mit so einer Halskrause quasi. Sehr, sehr angenehm, sehr warm. Für den Winter überragend. Logischerweise müssen die Sachen jetzt auch in die Tasche rein. In diesem Zuge wollte ich euch auch meine neuen Fußballschuhe zeigen. Also es ist eine Typfrage. Ich persönlich finde den richtig, richtig, richtig cool. Auch die Sohle, man sieht, ich habe ihn schon mal gespielt, logischerweise. Aber das ist so mein persönlicher Favorite-Schuh. Erinnert mich ein bisschen so an Toni Kroos, keine Ahnung. Ich persönlich finde den geil. Man muss ihn nicht mögen, ich persönlich mag ihn. Und jetzt nicht lange labern, wir gehen raus. Freunde, wir sind bei der Adidas Base. Ich wollte euch ein bisschen das ganze Gelände zeigen, wo wir immer einmal die Woche safe trainieren. Hier haben wir einen coolen Kunstrasenplatz, der Käfig, was am meisten mal Spaß macht. Da hinten haben wir noch ein Basketballfeld, natürlich auch noch ein kleines Gym und das ganze drumherum, noch die Laufbahn und. Aber ich zeige euch das jetzt im folgenden Video. So, bei der Adidas Base angekommen, Freunde. Wichtig, Fußballschuhe anziehen. Ich hab schon Angst gehabt, dass wir keine Fußballschuhe brauchen heute. Aber wir brauchen definitiv welche, schon mal sehr, sehr gut. Umziehen und dann geht's gleich auch schon wieder runter. Aber wir haben noch so Elfmeterschießen und so gemacht, ne? Echt? Aber ich glaube, das hat er noch nicht online gestellt, ne? So ein Tisch? Ja, und dann tut hat schon mal auch gemacht. Nein. Das, was hätte nicht passieren dürfen. Jetzt muss ich scheiß Laufschuhe anziehen, ey, meine schönen Fußballschuhe. Das, was alle Fußballer hassen. Aber Eldos ist heute dabei. Der Bruder ist dabei. Daniel macht heute mit. Heute ist eine ganz verrückte Trainingssession, glaube ich. Heute wird es wirklich verrückt. Also irgendwie ist heute jeder da. Was eigentlich normal, so nicht normal ist. Nicht, dass ihr jetzt diesen Trainingsvlog seht und denkt, irgendwie ist das normal. Nein, das ist nicht normal, aber schon sehr witzig. Wird cool. Das sind die heißen Felgen, die jetzt angezogen werden müssen. So, am Platz angekommen. Die Jungs machen sich schon ein bisschen warm. Ich mache mich gleich auch noch ein bisschen warm. Und dann wird heute, ihr seht es schon, viel gelaufen. Ich denke, viel Krafttraining. Es wird unangenehm. Es wird wirklich unangenehm. So auf dem Teppich. Aber ich glaube, wir gehen gleich nicht mehr so. Okay, Männer, herzlich willkommen wieder. Wir werden uns kurz hier aufwärmen auf Multicord. Genau. Dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Und zwar, wir machen vier Reihen. Eine Reihe weiter außen, die andere Reihe hier auf der Ecke. Korridor 1 ist von Kappe 1 zu Kappe 2 und dann gehen wir auch genau dort wieder zurück. Also rückwärts. Hast du den nicht bekommen? Wie hoch ist Kumba? Ha ha.
So Freunde, jetzt geht's gleich in die Sprints rein. Heißt Sprintduelle gegeneinander, es werden Zeiten gemessen. Ich bin wirklich gespannt, wer das schnellste im Team ist. Auf geht's. Da alle durch, super. Einmal hier. Zu vergleichen. Und die Geschwindigkeit ist das Gleiche. Wer ist der Erste? Wer will? Komm, Leute. Stopp! Komm, komm, komm. Mach's Sprint. Stopp! Komm, 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 komm. Jetzt. Komm, 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 komm. Ja. So Freunde, gleich geht es in den Kraftzirkel. Wir haben da 5 unterschiedliche Übungen, also es wird sehr, sehr intensiv. Wir machen Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen, weiß ich jetzt aus dem Kopf heraus. Dann müssen wir Bälle durch die Luft schleudern. Wird sehr intensiv, 4 Durchgänge, das wird sehr, sehr wild. Und nach jedem einzelnen Durchgang müssen wir so eine riesige Platzrunde laufen. Ich glaube, man sieht hier so ein bisschen die Laufbahn. Wird gleich alles noch aufgebaut, es wird sehr, sehr intensiv. Und ich glaube auch ohne Scheiß jetzt mit einer der anstrengendsten Einheiten, die wir jemals hatten. Ja, Freunde, Kraftzirkel, wirklich 4 Durchgänge gemacht, absolut am Ende. Ist jetzt irgendwie komisch, jetzt nochmal gleich Fußball spielen zu müssen. Also wir gehen jetzt gleich nochmal rein in den Käfig und da wird nochmal gezockt. Aber ich glaube, man sieht es, ich bin am Ölen, es ist kalt eigentlich, aber ich bin trotzdem richtig am Schwitzen. Also bei mir geht nicht mehr viel, aber ich ziehe natürlich bis zum bitteren Ende durch. Aber sehr, sehr intensiv, sehr anstrengend und ich freue mich jetzt drauf, in den Käfig zu gehen. Nico? Ja, ist denn der? Mann, Junge, wie hab ich Stress mit meinem scheiß Leibchen, Alter? Das war Lutelli oder was? Ja, jetzt richtig. Teamkollege vom Eli Geller Cup sitzt neben mir. Aber heute nicht mein Teamkollege, jetzt geht's in den Käfig. Es wird gespielt, es wird gezaubert. Wird geil. Ich hab deinen Bruder im Team. Ist gut, kennst du. Ja, Bruder, ich weiß, dass dein Mann, ich sehe das schon, der kann kicken. Der kann kicken, aber du warst auch nicht schlecht. So, also Dia ist diese Woche beim Training, sogar die ganze Woche. Das ist ja für ihn durch seine 500 Kilometer Anreise immer ein bisschen schwierig. Der ist diese Woche da, macht auch ganz gut, zieht ganz gut mit. Er hat sogar hier in der Base trainiert, ohne dass wir dabei waren an seinem trainingsfreien Tag, um fit zu werden. Und man merkt, wenn er halt regelmäßig im Rhythmus ist und so, dann wird er halt auch besser. Dann kommt er auch ran, dann hat er einen Spielfluss. Hier! Hau auf! Ja, was ist denn sonst? Ja, aber ich glaube, von dir bekomme ich nicht raus, aber von dir kriege ich raus. Besonders auffällig ist gewesen in der letzten Zeit, wo ich habe ihn ja kennengelernt durch Enes Benatira. Da hatten wir mal eine Sprint-Session gemacht. Da war seine Schnelligkeitstechnik, besonders ja, die Triple Extension, die war nicht so gut. Und jetzt über die Zeit, auch jetzt durch das Donnerstagstraining hier in der Sportspace, hat er das echt gut wahrgenommen und probiert es jetzt immer wieder umzusetzen. Und ich sehe auch an seiner Mechanik, dass da was passiert ist. Und ich glaube, dass wenn er da eine gute Mechanik bringt und die weiter fortführt, mit einem guten Abdruck das Ganze aufbringt und schneller nach vorne kommt und dadurch an seinem Speed sich quasi steigert. Und da habe ich positive Resonanz bisher erlebt und bin happy. Und ich freue mich, dass der da auch so fleißig und genauso weitermacht. Wir haben in unser Team was gemacht. Ja, schade. Aber du mit dir, das war gut. Wir haben gut gespielt, also wirklich Tempo sehr hoch. Es hat Bock gemacht, es ist wirklich Professionalität drin. Da ist wirklich mehr Profi drin als in manchen Profivereinen, sage ich. Ehrlich. Die Jungs sind top, alle charakterlich auch top. Auf jeden Fall, Dier war, Dier hat jetzt nicht alles gewonnen, so wie wir, aber trotzdem, Diers Team hat sehr gut gespielt und er hat einen richtig geilen Zug zum Tor. Ja. Der Mann, der macht die Buden vorne. Ja, heute war es schwer hier. Es war nass der Boden und es war sehr dynamisch, aber ich will nicht sagen, dass sich verändert hat. Dier auf Top-Level. So, wir sind fertig mit dem Training. Dier ist mal wieder da.
war jetzt die letzten Wochen nicht so viel, aber man hat es auch gemerkt, außen auf den Wings ist Dia immer mit 1-Aktion, mit sehr viel Tempo natürlich am Start gewesen. Mit Torabschüssen, Assists auch natürlich. Deswegen sind wir froh, dass er wieder da ist und der Mannschaft helfen kann. Training war heute auf jeden Fall mega anstrengend. Ich glaube wirklich mit die anstrengendste Einheit, die wir jemals hatten. Ich bin wirklich komplett auf. Habe jetzt noch eine 4-5-stündige Autofahrt nach Hause. Also Freunde, ich bin komplett auf, aber es hat mega Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat das ganze Video einfach gefallen. Mehr Einblicke ja, vielleicht von Delay Sports bekommen zu haben. Wenn ihr einfach noch mal mehr sehen wollt von den Trainingseinheiten, vielleicht auch auf dem Gelände von Preußen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wie gesagt, echt über jeden Einzelnen, der sich da äußert, der vielleicht mehr sehen möchte. Dann kommt auch mehr. In diesem Sinne freue ich mich. Bis zum nächsten Video. Haut rein.